Junge, ich will zocken. Oh mein Gott, Freunde, ich habe jetzt endlich nach über zwei Stunden eine Lobby gefunden. Hui, 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 hui. Nein, hinter uns. Oh mein Gott. Oh, ist das ekelhaft. Oh. Mein erstes Call of Duty Black Ops 4 Spiel mitten in der Nacht. Oh Gott, ich habe Angst. Die Zeit ist fast abgelaufen. Na los doch. Was für eine Zeit ist fast abgelaufen? Was spiele ich hier für einen Modus? Oh, hä? Was spiele ich hier? Alles klar, wir starten. Mit einem Tod. Es ist chaotisch, es ist Beta, Mann. Ich denke, ihr könnt mir das verzeihen, dass ich heute sehr aufgedreht bin, sehr... Mit 0 zu 2 reinstarte in das Game. Das kann es nicht sein, Digga. Wie lange dauert das hier? Ist das eigentlich jetzt jedes Mal so? Slime ist am Start. Boah, Slime fühlt sich sexy an. Slime fühlt sich sehr, sehr sexy an. Ist hier oben einer? Ich kann es nicht glauben. Ich will einen Kill, ich will einen Kill. Ja! Der ist der erste Kill. John Wick mit der... Oh mein Gott, oh mein Gott! Bro, sie können alle... Ja, ich sterbe dadurch. Perfekt. Bin komplett One-Shot. Außer dir ist keiner mehr da. Das Team fällt. Digga, Mann, Alter. Was ist das für eine Kacke, Alter? Wie atme ich so laut? Und, Alter. Mann! Boah, was ist das hier? Was spiele ich? Was spiele ich hier? Was spiele ich hier? Er lädt auch im Visier nach, Bro, das weiß er natürlich schon. Die Mechanik hat er schon kennengelernt. Für den Kollegen, für solche Leute ist dieses Spiel programmiert. Deshalb hat Activision diese ganze Kacke uns Call of Duty OGs angetan. Wegen diesen Leuten, weil sie die behalten wollen, damit die Leute im Shop sich richtig rallig machen. Das ist so sad. Es ist so sad, Bro. Deshalb ist die Sprint-Down-Side-Time so fucking langsam. Deshalb gibt's Brandmunition. Deshalb ist all das gemacht worden. Ihr dachtet doch nicht wirklich, dass ich die Tradition breche und zum neuen Call of Duty nicht hier auf diesem Kanal am Start bin. Wir machen das seit 6 Jahren. Seit 6 Jahren machen wir den Scheiß hier immer live und aktuell. Und das werde ich mir natürlich auch dieses Jahr nicht nehmen lassen. Call of Duty, vor allem der Multiplayer, haben schwierige Zeiten hinter sich und vielleicht auch schwierige Zeiten bevor sich. Wir wissen es nicht. Wir werden das alles die Tage erfahren. Aber... ich habe es einfach nicht gefühlt, hier hochzuladen. Ihr habt es gesehen, ich habe hier wieder 3 Monate nicht hochgeladen. Ich könnte mir ins Gesicht boxen, tue ich nicht, denn es hatte Gründe und ich bin nicht großartig traurig darüber. Denn es war die einzig vernünftige Entscheidung. Wengert war so irrelevant, Wengert war so langweilig. Es wäre einfach nur Fake gewesen, wenn ich jetzt hier das Spiel irgendwie euphorisch gezockt hätte und euch probiert hätte, irgendeinen Scheiß zu erzählen. Die Auszeit auf diesem Kanal mit diesen Art von Videos habe ich auf jeden Fall gebraucht. Ich mache den Scheiß seit Jahren. Call of Duty hat wahrscheinlich so das langweiligste Jahr hinter sich. Und dementsprechend gab es hier keine Videos. Wenn ich es nicht fühle, wenn ich nicht mit Herz und Leidenschaft dabei bin, dann braucht ihr euch das hier auch nicht anschauen. Aua. Oh mein Gott. Ja, noch eine Claymore. Ihr seid richtig eklig. Ja. Komplett weg von der Bildfläche war ich ja nicht. Für Leute, die es noch nicht wissen, ich habe einen anderen Kanal, wo ich fucking alles mache. Ob es jetzt Valorant ist, Fortnite ist, Call of Duty, Vlogs, irgendwelche verrückten Real-Life-Stories. Alles das, worauf ich einfach so freischnauze Bock habe, das knall ich da hoch. Aber fucking John Rage, Digga. Der John Rage OG-Kanal. Digga. Der muss auch wieder Videos bekommen. Das geht nicht anders. Die Zeit rennt, ihr wisst das. In 4 Tagen ist es schon soweit. Das Call of Duty, Alter, macht das Spaß, hier mit der MP7 runter zu... Ey. Oh, oh. In 4 Tagen ist Call of Duty Next. Das Event, wo alles... Oh, 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 oh. Wow. Oh, was macht ihr denn da hinten? Oh, no. Granate. Nein, falsch. Das Event, wo alles revealed wird. MW2 2022 Multiplayer Reveal. Trailer, Gameplay werdet ihr sehen. Hunderte von YouTubern across the world wurden wieder eingeladen. Zudem gibt es Informationen zu... Aua, so schlecht. Zu Warzone 2 und Warzone Mobile. Claymore weg gewesen. Aua. Und dann lässt die Beta auch schon nicht lange auf sich warten. Laut Plan soll am nächsten Tag... am Freitag dann, nach diesem Call of Duty Next Event, die Beta live gehen auf der PlayStation 5 für Vorbesteller. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das dann schon am Donnerstag passiert, während des Call of
Duty Next Events. Und da werdet ihr natürlich selbstverständlich meine allerersten Runden sehen. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist die letzten ein, zwei Jahre. Die Zeit ist so schnell gerannt. Und diese ganzen Formate, diese ganze Liebe, die dieser Kanal bekommen hat, war einfach weg. Die Charaktere, die ich eingebaut habe, irgendwelche Rage to Damascus, Rage to Dark Matter, Rage to Solar, Formate, Challenges, Videos mit den Jungs. Das alles hat hier gefehlt. Und das Erschreckende daran ist, ich kann euch ehrlich gesagt gar nicht erklären, wie das passiert ist. Das Jahr 2022 ist schon wieder fast vorüber. Und ich hoffe, ich bete zum Call of Duty Gott, zum allmächtigen Call of Duty Gott, dass dieses Call of Duty irgendwie Spaß macht, auch wenn es SWM haben wird, Safe Spaces, reinscheißen wird wieder vom Feinsten. Das müssen wir einfach erwarten. Ich hoffe, dass wir trotzdem unseren Spaß haben können. Und wenn nicht im Multiplayer, dann vielleicht auch Warzone 2. Ich will ja hier Videos machen. Ich habe Bock auf den Winter. Es wird jetzt wieder kälter. Die Nächte werden länger. Das ist nun mal die Zeit für Call of Duty. Ich glaube, der Sommer war auch generell so Gaming-unbasiert, weil es ja in gewisser Weise der erste Sommer so halbwegs Corona-frei war. Klar, Corona ist immer noch ein Thema, aber diese ganzen Lockdown und Regularien sind ja nicht mehr so vorhanden. Ihr wisst ja auch, dass ich jetzt seit anderthalb Jahren auch hier in meiner eigenen Wohnung wohne und ich hatte einfach nicht so die Energie. Aua, komm, gönn mir den Orbi irgendwie. Kann ich hier durch? Nee, Hilfe. Nein, Orbi. Oh, nein, ich heb die ganze Zeit die Waffen auf wegen diesen scheiß Warzone-Einstellungen. Ah, nein! Wo ist er? Von oben! Ey, seid mal ehrlich, habt ihr euch Vanguard angetan? Ich bitte euch, vielleicht mache ich ja nochmal so ein Fazit-View, weil das auch eine Tradition ist. Ich habe ja immer eigentlich nach dem Call of Duty dann auch noch ein Fazit gemacht nach einem Jahr. Aber, Digga, ich weiß gar nicht, ob ich mir das nicht sparen soll, weil es so irrelevant war. Ich schwöre, es hat mich überhaupt nicht gejuckt. Gar keinen Zentimeter hat mich das interessiert. Und ich denke mal, auch die meisten von euch, schreibt es mir mal gerne in die Kommentare, was geht bei euch, was ging bei euch diesen Sommer? Habt ihr die Videos vermisst oder ihr habt es auch vergessen? Ich nehme euch da auch niemandem übel, ne? Die Zeit geht, jeder lebt sein Leben und auf einmal hat man auch einfach andere Themen, andere Dinge, die einen interessieren. Das kann ich schon verstehen. Au, 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 au. Ich wünsche mir nur einfach, dass wir einen actionreichen, geilen Call of Duty Winter bekommen. Die nächsten Wochen werden auf jeden Fall heiß, das kann ich euch versprechen. Der Terminkalender ist voll. Wir haben jetzt, wie gesagt, dieses fucking Wochenende schon die PlayStation Beta zum Modern Warfare 2 Multiplayer. Dann, ich muss mal kurz auf meinen Spickzettel gucken, haben wir die Crossplay Beta vom 22. bis zum 26. September. Campaign Early Access für Vorbesteller am 20. Oktober, das ist 8 Tage vor dem eigentlichen Release am 28. Oktober von Modern Warfare 2 2022 und am 16. November, also keine 3 Wochen später, bekommen wir schon Warzone 2. Ein komplett neues Warzone, alles wird resettet. Wir wissen nicht, was uns da erwartet. Neue Map natürlich, neue Mechanics. Zurzeit ist, glaube ich, noch nicht mal klar, ob es einen Loadout-Drop geben wird. Was ich irgendwie als Ansatz auch ganz interessant finden würde. Dann wäre es vielleicht nicht so ein Meta-Gehure, wo jeder einfach die neueste Meta spielt, sondern man muss sich Waffen looten und die sind halt gut oder schlecht. Ich habe Angst, ich bin mir nicht sicher, ob das geil wird, aber die Hoffnung ist noch nicht weg. Die Hoffnung ist da. Keine übermäßige Erwartung, aber die Hoffnung, die habe ich noch. Wir werden das alles herausfinden. Würde mich freuen, wenn ihr da am Start seid. Checkt auch unbedingt meinen anderen Kanal aus, weil da wird es auch viel Content zum neuen Call of Duty zu Warzone geben. Irgendwelche Reactions, wenn Trailer bzw. Gameplay released wird. Donnerstag ist das COD Next Event. Freitag spätestens die Beta. Und somit dann auch spätestens mein erstes Video zum neuen Call of Duty. Ich habe mir nichts angeschaut. Ich habe mich überhaupt nicht spoilern lassen. Ich weiß gar nichts. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr hier einen fetten Daumen nach oben da lasst, einen Kommentar schreibt. Würde mich freuen. Checkt den anderen Kanal von mir ab. Wir sehen uns die Tage wieder mit dem neuen Call of Duty. Es ist wieder soweit. Und eventuell sogar das letzte Call of Duty für die nächsten 2 Jahre. Denn laut Leaks sollte ja eventuell nächstes Jahr kein neues Call of Duty kommen. Ich bin raus. Wünsche einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns die Tage mit Modern Warfare 2 Content. Haut rein. Ciao.